Hallo alle zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Klimawandel nachgerechnet, diesmal ein Corona-Update Nummer 2. Ja, zunächst ein Fazit vom letzten Video von Anfang April. Und da hatte ich gezeigt, dass wir einen täglichen Anstiegsfaktor der Infektionen von 1,02 erreichen müssen. Das entspricht einer Verdopplung von etwa 35 Tagen, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu vermeiden. Und das lässt sich auch leicht berechnen, ob das der Fall ist oder nicht, indem man einfach den Quotienten von zwei aufeinanderfolgenden Tagen bildet. Und dann weiß man, ob man diesen Faktor erreicht hat. Und dieser Anstiegsfaktor hat auch den Vorteil, dass er unabhängig von der Unterdetektionsrate ist, die ich letztes Mal und vorletztes Mal auch geschätzt hatte in meinen Videos Corona Special und Corona Update. Und damit auch unabhängig ist von den verschiedenen Unterdetektionsraten in verschiedenen Ländern und es damit einer charakteristischen Größe ist. Ein wichtiger Faktor, dass man hier auf die Weise diese Unsicherheit rausrechnen kann. Und dieser Faktor, der wurde Mitte April auch tatsächlich erreicht. Mal zeigen. Und in der Folge gab es dann auch in der Tat Lockerungen in den Corona-Gegenmaßnahmen. Also das machte durchaus Sinn. Das können wir hier nochmal im Rückblick beobachten. Hier habe ich mal diesen Anstiegsfaktor, diesen täglichen Anstiegsfaktor geplottet von Anfang April bis Ende April. Und hier sehen wir im Vergleich verschiedene Länder. Und wie erwähnt, kann man diesen Faktor auch tatsächlich vergleichen. Auch wenn die Anzahl der Tests in verschiedenen Ländern ungleich ist. Also sehen wir hier zum Beispiel Deutschland, Germany hier in Orange. Und da sehen wir, dass hier so Mitte April haben wir hier tatsächlich einen Abfall, einen dauerhaften Abfall unter diesem Faktor 1,02. Hier können wir diesen Faktor 1,02 sehen, diesen täglichen Anstiegsfaktor. Hier geht er noch mal schon leicht runter, dann kommt er aber wieder hoch. Und dann hier so Mitte April bleibt er hier unter diesen 1,02. Das war also schon mal eine wichtige Voraussetzung, die Ausbreitung der Corona-Infektion unter Kontrolle zu bringen. Und wir sehen auch, dass hier die blaue und die grüne Kurve einen im Prinzip ganz ähnlichen Verlauf haben. Und das sind die Verläufe von Spanien hier in grün. Und dann haben wir blau Italien. Also Spanien und Italien, die hatten ganz ähnliche Verläufe, obwohl die bei sehr viel höheren Infektionszahlen angefangen sind. Aber der Abfall lief mit der gleichen Geschwindigkeit. Dann sehen wir hier weiter oben in lila die USA. Die sind hier, haben einen deutlichen stärkeren Zuwachs hier. Und deutlich drunter ist Südkorea hier. Da sehen wir, die hatten schon Anfang April einen Faktor, der deutlich unter 1,02 war. Also Südkorea hatte da schon so einen gewissen Vorbildstatus, schon Anfang April. Die haben gezeigt, wie man es macht. Und Deutschland, Spanien und Italien sind dann hinterhergekommen und die haben es dann auch geschafft zu so Mitte April. Das ist also eine gute Sache. Ja, inzwischen sind die Anzahlen der Genesenen und Gestorbenen auch signifikant, sodass wir in unseren Berechnungen berücksichtigen müssen. Das war halt im April noch nicht der Fall. Im April war die Anzahl der Infizierten signifikant, aber nicht die Anzahl der Genesenen und Gestorbenen. Das war noch sehr gering, weil die Welle noch nicht so alt war. Und mit diesen Zahlen können wir jetzt ein Ansteckungsrisiko abschätzen, nämlich durch die Dichte der aktiv Kranken, also derjenigen Personen, die auch ansteckend sind. Und das ist zum einen ganz interessant, um verschiedene Länder zu vergleichen, wie ist der Status, und zum anderen ist es auch interessant für Reiseplanung. Man möchte nicht unbedingt in Länder fahren, wo die Ansteckungsgefahr größer ist. Ja, das heißt, die Anzahl der Aktivkranken, die wir gerne haben wollen,
beziehungsweise der Ansteckenden ist die Anzahl der Infizierten minus der Anzahl der Genesenen und der Gestorbenen. Das ist die interessante Zahl. Und als Datenbasis verwende ich hier wieder das Johns Hopkins University GitHub Repository. Das ist ganz interessant, weil man das gleich in einem Programm einlesen kann. Das habe ich hier, da habe ich ein Python-Programm für gebaut und das habe ich hier auch in der Beschreibung zu diesem Video mit angehängt oder beziehungsweise den Link dazu. Und das lädt automatisch hier die Zahlen aus diesem GitHub-Repository. Und das heißt, wenn man dieses Programm später nochmal ausführt, dann kommen automatisch die neuesten Zahlen mit dazu. Das heißt, so kann man sich dann auch immer einen aktuellen Update oder Überblick verschaffen. Ja, und um jetzt einen Überblick über die Dichte dieser aktiven Kranken zu bekommen, teilen wir durch die Anzahl der Millionen Einwohner eines Landes. Das heißt, dann kriegen wir die Anzahl der aktiv Kranken pro Millionen Einwohner. Und damit können wir auch Länder sehr verschiedener Einwohnerzahlen vergleichen, indem wir einfach die Dichte der Aktivkranken vergleichen. Ja, und das ist auch die Größe, die benötigt wird, um das Ansteckungsrisiko abschätzen zu können. Genau genommen müssen wir das noch mit der groben Unterdetektionsrate multiplizieren, die auch deutlich unterschiedlich sein kann in den verschiedenen Ländern. Also da kann leicht mal ein Faktor 2 oder mehr passieren, je nach der Anzahl der Tests, die durchgeführt werden. Aber trotzdem gibt es hier mit diesen Plots einen groben Überblick, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist. Und der Einfachheit halber habe ich hier diese Unterdetektionsrate weggelassen. Lässt sich aber leicht berechnen, wie ich es beschrieben habe in meinen vorherigen Videos. Ja, und hier ist jetzt dieser interessante Plot dazu. Hier sind jetzt eine Reihe verschiedener Länder verglichen, von Anfang März bis heute. Also hier kann man sehen, am Anfang, hier bei 0 ist Anfang März und dann geht es hier hoch bis 90 Tage, 3 Monate. Das heißt, es läuft hier bis Ende April. Und hier sehen wir jetzt eine Reihe verschiedener Länder und hier auf der Y-Achse. Da haben wir jetzt die Aktivkranken, hier genannt concurrently sick, also die gleichzeitig Kranken, die also auch ansteckend sind. Und hier können wir sehen, Anfang März meine ich, ging es hier los mit einem relativ niedrigen Level. Und dann steigt es hier steil an. Und wir sehen hier zum Beispiel grün. Das ist hier Spanien, kriegt hier einen relativ hohen Peak hier bei 2000. Gleichzeitig Kranken, Aktivkranken, so Mitte April und dann kommt hier aber auch ein Abfall. Ähnlich hier diese blaue Kurve, das ist Italien, das läuft ungefähr parallel mit Spanien und wir sehen hier, dass Spanien und Italien hier einen recht ähnlichen Verlauf haben mit der Dichte der Kranken. Das zeigt hier wieder einen Vorteil dieses Plots. Wir können hier Länder sehr unterschiedlicher Bevölkerungszahlen recht präzise vergleichen und sehen hier, dass hier die Dichte der Kranken in beiden Ländern doch sehr ähnlich gewesen ist. Also die Situation in beiden Ländern war sehr ähnlich. Jetzt können wir das noch vergleichen mit Deutschland. Das ist hier diese orangene Kurve. Die hat im Prinzip einen ähnlichen Verlauf, aber auf einem sehr viel niedrigeren Niveau. Wir sehen hier, während Spanien und Italien hier so bei 2000 Kranken bei pro Million Einwohner sind. Da sind wir hier bei Deutschland noch unter 1000, selbst im Maximum gewesen, also weniger als 1000 Aktivkranke pro Million Einwohner. Und seit Anfang Mitte April haben wir einen kontinuierlichen Abfall, sodass die Anzahl sich jetzt Ende Mai hier nochmal deutlich verringert hat. Also wir sehen hier Deutschland am Ende ganz tief und daneben ist dann noch der Libanon, Südkorea ist dort und was haben wir dann noch? Österreich, Austria. Also hier diese Länder zusammen haben eine relativ geringe Dichte der Aktivkranken
sodass das Ansteckungsrisiko dort relativ gering ist. Wenn wir das jetzt Ende Mai noch vergleichen hier mit den anderen Ländern, dann haben wir hier blau ist Italien, ist immer noch relativ hoch, ähnlich auch Spanien. Spanien ist hier ein bisschen angestiegen, also das ist ein bisschen gefährliche Situation hier in Spanien. Es scheint wieder ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Interessant ist auch Brasilien. Das hatte bisher keine besonders hohen Raten, keine besonders hohen Dichte, aber jetzt geht es hier richtig stark hoch. Also hier so Ende Mai haben wir einen starken Anstieg. Ähnlich auch Russland kommt hier stark hoch, hat jetzt auch eine relativ hohe Dichte an Aktivkranken. Noch deutlich höher ist hier Schweden. Schweden hatte ja einen Sonderweg in der Corona-Pandemie und es zeigt sich jetzt, dass deren Maßnahmen überhaupt nicht funktionieren. Also hier, die haben praktisch hier eine, ja, so eine explodierende Anzahl von Aktivkranken hier in Schweden. Und noch schlimmer ist die Situation hier in Chile. Die haben hier einen wirklich steilen Anstieg der Kranken. Und interessanterweise ist Chile jetzt auch ein Land, wo jetzt Herbst wird. Und ich schätze, das könnte auch darauf hindeuten, dass sich das Virus im Herbst wieder stärker ausbreitet. Chile ist jetzt auf der Südhalbkugel, wo jetzt Herbst ist, und deswegen kommt dieser Einfluss noch mit dazu. Interessant ist auch die USA. Also pro Million Einwohner hat die USA jetzt eine Spitzenrolle. Haben wir jetzt über 3.500 Infizierte pro Million Einwohner. Damit hat die USA hier eine Spitzenrolle und es geht immer noch bergauf. Das ist interessant. Also die USA haben jetzt hier wirklich ein Problem und das zeigt auch, dass dort die Maßnahmen überhaupt nicht funktioniert haben. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die USA entzweit sind. Trump und seine Anhänger machen nicht mit und das zeigt, was passiert, wenn nicht alle mitmachen. Man kann die Leute schlecht zwingen und wenn sie nicht alle mitmachen, dann reichen diejenigen, die nicht mitmachen, aus, um das Virus zu verbreiten. Das ist so, hat auch ein bisschen was Tragisches hier. Ja, das heißt, international sind wir hier in einer recht guten Lage hier. Wir haben also eine deutlich geringere Dichte von Kranken, Größenordnung dichter als hier diese Spitzengruppe. Also selbst wenn man jetzt noch einen Faktor 2, 3 der Unterdetektion als Unsicherheit mit reinnimmt, ist das hier noch immer ein deutlich größerer Unterschied. Kommt noch dazu, dass von Deutschland bekannt ist, dass es mehr Tests pro Einwohner hat als die USA. Also bei den USA ist die Testrate immer noch relativ gering. Und für die Testrate empfehle ich auch den Wikipedia-Link, den ich in meinem letzten Video gezeigt habe, wo die Testrate der verschiedenen Länder verglichen wird. Und da hat man dann auch eine Abschätzung von der Genauigkeit oder der Anzahl. Je weniger getestet wird, umso höher wird die tatsächliche Zahl der Ansteckenden auch sein. Das heißt, das ist für die USA ist das eher so ein Minimum, dass wir tatsächlich noch deutlich höher liegen. Umso interessanter ist, dass die in den USA anfangen mit Lockerungen. Also eigentlich macht das anhand dieser Kurve überhaupt keinen Sinn, überhaupt von Lockerung zu sprechen. Eigentlich zeigt diese Kurve, dass deutlich strengere Maßnahmen eigentlich nötig wären und dass alle mitmachen und nicht, dass sie sich streiten. Ja. Hier, was ich gerade nochmal gesagt habe, nochmal zusammengefasst: Die USA haben das höchste Ansteckungsrisiko mit über 3.500 Aktivkranken pro Million Einwohner und weiter steigend. Also das ist bedenklich und das sollte man auch bedenken, wenn man reisen will. Reisen in den USA sind sowieso gerade nicht wirklich möglich, aber auch nicht ratenswert. Bedauerlich. Danach kommen Schweden und Chile. Schweden ist etwa gleich schnell steigend wie die USA. Das ist auch interessant. Zeigt eben, dass da die Maßnahmen auch überhaupt nicht wirken. Und Chile, wo jetzt Herbst ist, ist sogar noch schneller steigend. Deutschland ist in einer guten Position mit ca. 160 Aktivkranken pro Million Einwohner. Das heißt, das ist ein Faktor 20 zwischen Deutschland und den USA. Das ist schon erheblich. Also kann man sehen, das ist ein sehr deutlicher Unterschied.
Ja, die Frage ist jetzt, wie sind Deutschland und die USA in ihre jeweiligen Positionen gekommen? Was macht den Unterschied? Ja, zunächst auch nochmal ein direkter Vergleich USA-Deutschland. Also im Prinzip hier der gleiche Graph wie gerade eben, jetzt nur der übersichtlich halber, nur Deutschland und USA für sich. Und hier sehen wir, orange ist die Kurve der USA und blau ist die Kurve von Deutschland. Und hier sehen wir, dass bis also Anfang April laufen die ziemlich parallel, die beiden Kurven. Und man sieht, dass die USA so ungefähr eine Woche hinterher sind. Also da kommt die Kurve ein bisschen später hoch. Das heißt, am Anfang bis Mitte April waren sie noch in einer relativ guten Position. Und Deutschland hat den Anfang April durch die Gegenmaßnahmen tatsächlich eine Trendwende geschafft. Hier sehen wir, auf einmal steigt es nicht mehr, sondern hier sehen wir ziemlich genau den Effekt der Maßnahmen. Und wir sehen hier, dass das tatsächlich sehr effektiv war, die Maßnahmen, die hier eingeleitet wurden, weil wir hier von einem Anstieg auf einen Abfall umschwenken konnten. Das finde ich eigentlich schon beeindruckend, dass hier so ein deutliches Umschwenken beobachtet werden konnte. Und dass das nicht selbstverständlich ist, das sehen wir hier an dieser Kurve der USA. Die USA, die sind einfach fröhlich weitergestiegen, als ob es keine Gegenmaßnahmen geben würde. Also es zeigt, dass die Maßnahmen, die sie da haben, nicht wirklich wirken. Und das ist das eigentlich Tragische hier. Ja, und als Resultat haben wir dann hier auch Todesfälle. Wir haben hier in Blau die Todesfälle in Deutschland. Das sind hier die akkumulierten Todesfälle, auch wieder pro Million Einwohner, sodass man auch die USA und Deutschland vergleichen kann durch diese Normalisierung, diese Dichte. Und wir sehen, dass wir in Deutschland akkumuliert auf unter 150 Todesfälle pro Million Einwohner kommen. In den USA ist es aber auch schon mehr als doppelt so viel. Da sind es über 300 Tote pro Million Einwohner. Und das ist auch wieder erheblich, nicht? Dieser Faktor 2 einer Todesrate. Also das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, und diese absoluten Zahlen sind vielleicht nicht so präzise wegen der Unterdetektionsrate. Also die tatsächliche Todesrate dürfte höher sein, weil nämlich die infizierten Menschen, die zum Beispiel zu Hause sterben und vorher nicht getestet wurden, erscheinen nicht in dieser Statistik. Hier erscheinen nur diejenigen, die vorher getestet wurden und die dann sterben. Alle diejenigen, die sterben und wo Corona vielleicht die Ursache war oder Covid-19, und die nicht getestet wurden, die werden auch hinterher nicht mehr getestet und die erscheinen deswegen auch nicht mehr in dieser Statistik. Und wenn wir aber annehmen, dass diese Unterschätzung in beiden, diese Unterdetektionsrate in beiden ähnlich ist, dann ist dieser Faktor trotzdem aussagekräftig. Nicht? Dass wir in den USA etwa doppelt so viele Tote pro Million Einwohner kriegen durch Corona. Und auch um diese Zahl nochmal ins Verhältnis zu setzen, die wahrscheinlich zu niedrig geschätzt ist, kann man es vergleichen mit den Verkehrstoten. Das ist eine andere vermeidbare Todesrate. Da kommen wir ungefähr auf 4 Tote pro Monat pro Millionen Einwohner durch den Verkehr. Und das ist vergleichbar in beiden Ländern. Also beide haben ungefähr 4 Tote pro Monat und pro Millionen Einwohner durch den Verkehr. Und das zeigt, dass wir hier mit Corona Größenordnung oberhalb von den Verkehrstoten liegen. Und Verkehrstote sind in normalen Zeiten mit einem Haupttodesgrund oder ein Haupttodesrisiko. Also das zeigt schon, dass es wirklich signifikant ist, gerade in den USA. Und in den USA kann man sich sogar die Todesraten in den Großstädten nochmal angucken, besonders zum Beispiel New York. Und da sieht man, dass in New York sich die Todesrate im Vergleich zu normalen Zeiten ungefähr verdoppelt hat. Und deswegen reichen da auch die Kapazitäten der Friedhöfe nicht mehr aus, um die vielen Toten zu begraben. Und das ist nochmal ein Indiz, wie signifikant diese Todesrate ist. Also noch eine tragische Folge
dieser schlechten Behandlung der Corona-Pandemie. Ja, das heißt, nochmal zusammengefasst, bis Anfang April hatten Deutschland und die USA einen sehr ähnlichen Verlauf der Infizierten. Die USA waren nur circa eine Woche hinter den Werten von Deutschland hinterher. Dann schaffte aber Deutschland die Kehrtwende von Wachstum zur Abnahme der aktiven Kranken. Und die USA schafften diese Kehrtwerte bis heute nicht. Also es ist ein wichtiger Unterschied. Woher kommt das nun? Und dazu können wir uns den Anstiegsfaktor der Aktivkranken berechnen. Das heißt, der Anstiegsfaktor, das ist der Quotient der Anzahl von zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Das heißt, wenn wir die Anzahl der Aktivkranken an einem Tag im Verhältnis zu dem vorherigen Tag setzen, dann kriegen wir einen Quotienten. Und der zeigt uns jetzt, das ist jetzt der Anstiegsfaktor. Und dieser Quotient ist der gleiche für die absoluten Zahlen oder auch die Zahlen für pro Million Einwohner, weil das sich die Einwohnerzahl rauskürzen würde. Das heißt, da kann man wieder sehr gut vergleichen. Der ist unabhängig von der Größe des Landes. Und dieser Faktor ist verwandt mit dem Reproduktionsfaktor der Virologie, aber nicht das gleiche. Bei dem Reproduktionsfaktor kommt noch der Zeitraum, in dem an eingesteckt werden, dazu. Hier haben wir immer nur einen Tag, Zunahme von einem Tag zum nächsten. Und das lässt sich auch dadurch leichter berechnen durch die Daten, die wir haben. Und hier können wir auch leicht sehen, wenn wir Werte größer 1 haben, dann kriegen wir eine Zunahme der Aktivkranken. Bei einem Wert kleiner 1, das wollen wir haben, da kriegen wir nämlich eine Abnahme. Und bei einem konstanten Wert über 1 kriegen wir ein exponentielles Wachstum, ähnlich einem Feuer, was sich ausbreitet. Das wollen wir vermeiden. Das ist nur sehr schwer in den Griff zu kriegen. Ja, und jetzt können wir uns diese beiden Kurven mal angucken. Hier sehen wir jetzt die Werte von Anfang April, von Anfang März. Hier so die ersten 20 Märztage. Und da sehen wir hier relativ hohe Zuwachsraten, die stark schwanken. Und das war auch noch eine Zeit, wo es noch nicht so viele Kranke gab. Das heißt, da waren die Zahlen noch relativ ungenau, deswegen diese starken Schwankungen, statistische Schwankungen im Prinzip. Und dann sehen wir, es geht langsam bergab hier. Und hier kommen wir jetzt nach Anfang April rein. So Anfang, Mitte April hier, so der 10. April hier in dieser Gegend. Und an diesem Punkt sehen wir jetzt, dass die blaue Kurve, also die Kurve von Deutschland, unter 1 fällt. Hier sehen wir 1. Hier zappelt es so ein bisschen und hier fällt es jetzt unter 1. Und das ist wichtig, weil wir dann nämlich von Wachstum auf Abnahme umschalten, an dieser Stelle hier. Jetzt vergleichen wir es mit der orangen Kurve, die USA, die läuft im Wesentlichen ziemlich parallel zu Deutschland, hat das gleiche Verhalten, vielleicht ein bisschen um diese Woche verzögert, wie wir gerade gesehen haben, aber sie bleibt hier oberhalb von 1. Das macht in dieser Kurve keinen großen Unterschied, aber es macht den Unterschied zwischen Wachstum und Abfall. Und diese Kurve zeigt jetzt auch die Wirksamkeit der Maßnahmen. Also wenn die in den USA ein bisschen wirksamer wäre, sodass die Kurve hier unter 1 sinken würde, dann würden sie auch dort umschalten können auf Abnahme. Andersrum, wenn wir jetzt ein bisschen nachlassen in Deutschland mit unseren Maßnahmen und die Kurve wieder über 1 geht, so wie es hier teilweise so zackig mal kurz hochkommt, dann haben wir auch wieder eine Zunahme, die man dann wieder unter Kontrolle bringen muss. Also im Prinzip wie ein Feuer. Wir haben es geschafft, hier Mitte April auf Abnahme umzuschalten. Das heißt, wir haben das Feuer da unter Kontrolle gekriegt, aber das Feuer ist noch da, kann sich auch wieder ausbreiten. Naja, und hier sehen wir diese Werte am Ende. Das ist jetzt hier wieder Ende Mai. Das ist der Zustand von Ende Mai jetzt. Und Deutschland ist ein wenig unter 1 und Amerika kommt teilweise unter 1, bleibt aber meistens über 1. Und das heißt, die nehmen immer noch weiter zu. Deren Maßnahmen reichen noch nicht. Die müssen eigentlich ihre Maßnahmen weiter verschärfen, um die Kurve unter 1 zu drücken. Ja, und das ist das Problem. Und das zeigt jetzt,
den Kern der Effektivität der Maßnahmen, ob es reicht oder nicht. Und dieser kleine Unterschied führt über längere Zeit dann zu großen Unterschieden. Ja, also zusammengefasst, in Deutschland fiel der Faktor ab circa Mitte April etwas unter 1, in den USA blieb er etwas über 1. Und dieser scheinbar kleine Unterschied, der macht einen großen Unterschied im Wachstum aus. Das heißt, unsere Maßnahmen funktionieren in Deutschland, in den USA sind sie nicht ganz ausreichend. Und dieses nicht ganz ist entscheidend. Bei Lockerung wird es daher wichtig, neue Ausbrüche schnell zu erkennen, um deren exponentielles Wachstum zu vermeiden. Durch umfangreiches Testen, Tracking-Apps, um effektiv eventuell infizierte Kontaktpersonen zu identifizieren zu können, um sozusagen das einzudämmen. Ja, das heißt, das ist dann auch schon meine Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass Deutschland Maßnahmen international unter den erfolgreichsten sind. Also das ist schon eine erfreuliche Sache. Die Dichte der aktiven Kranken ist hier mit am geringsten. Und das heißt, das Corona-Feuer wurde damit erfolgreich eingedämmt, ist aber immer noch da. Der Wachstumsfaktor der aktiv Kranken ist derzeit knapp unter 1 und da soll es auch bleiben. Um zu vermeiden, dass er bei Lockerungen wieder über 1 steigt, brauchen wir schnelle Detektion und Tracking von neuen Ausbrüchen. Das heißt, wir müssen wachsam bleiben. Okay, ja, also für uns ist das erstmal gute Nachrichten und damit bin ich dann auch am Ende meines heutigen Videos. Danke fürs Zusehen. Bei Kommentaren, lasst mir gerne Kommentare hier unten und ja, dann liked meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.